Und herzlich willkommen zu Mr. Luke zockt NGL Biathlon. Heute mit der Single Mixed Relay aus Antols und dann geht's rein in die Weltmeisterschaft. Und wir sind tatsächlich auch Teil der Mixed Relay hier mit Sven Fischer, wenn ich das richtig gesehen habe. Zwei absolute Legenden natürlich, Kati Wilhelm und Sven Fischer. Geile Kombination. Ich gehe mal etwas verhaltener an als sonst. Aber wohl aus bewusst und kalkuliert. Denn zuletzt war ich auf der Schlussrunde oft nicht mehr in der Lage dazu, noch was zuzusetzen. Da haben uns die anderen Damen ordentlich abgezockt. So, dann wollen wir noch mal gucken, was wir hier dem Sven vorlegen können. Ist auch ein dichtes Gedränge, aber gut, wir sind ja auch alle hintereinander gestartet. Alter, kommt da auf einmal eine angeschossen. So, wir haben gut Kräfte gespart, würde ich sagen. Von der Einschätzung her eigentlich ziemlich gut gelaufen. Jetzt müsste ich mal zusehen, dass ich beim Schießen nicht so viel Zeit verliere, aber ich will halt nicht so viel Risiko gehen. So. Es geht los im Liegen. Aber zwischenzeitlich habe ich da ganz schön aufs Tempo gedrückt. In der Staffel gibt es natürlich Nachlader. Die Russen müssen nachladen, die Finninnen. Frankreich auf Platz 1, dahinter dann hier Wilhelm gleich auf mit, ich glaube, Tora Berger für Norwegen war es. Domracheva auch, war sie gleich auf mit uns. Heute haben wir gutes Material am Start. Habe ich die Skiauswahl nicht so verkackt wie beim letzten Mal. Mal gucken, ob es auch dementsprechend schnell hier läuft in der Spur. Die sind schon, Alter, die sind ganz schön auf Zoch hier. Setzen wir hier mal kurz den Supersprint ein bisschen ein. Ah, schon knapp 5 Sekunden Rückstand. Frankreich geht gut steil. Jetzt mal so ein Nachlader für die, würde ich nicht nein sagen, muss ich gestehen. Das wäre mal ganz nice. Alter Schwede, ey. Den sind wir hier aber ganz schön instabil. Jawohl. Tora Berger natürlich schon wieder vor uns fertig, aber Frankreich musste tatsächlich einmal nachladen. Das hat uns jetzt wieder rangebracht. 2 Sekunden hinter Norwegen. Frankreich direkt am Ass von uns. Forsberg für Schweden heute mal gar nicht so weit vorne zu finden, so wie sonst immer im Einzel.
Junge, zieht die Thora Berger wieder davon. Wie viel Abstand haben wir? Schon über 5 Sekunden. 5,5. Na, das ist eigentlich schon wieder ein Nachlader, den die Vorsprung hat. Wobei wir natürlich jetzt erstmal zum Wechsel kommen. So, wir ziehen jetzt mal am Ende hier durch und Sven Fischer übernimmt auf Platz 3 6,9 Sekunden Abstand. Mal gucken, wie er sich so hier anstellt. So, das Blatt hat sich jetzt nicht so mega dramatisch gewendet. Wir kommen wieder zum Einsatz. So, ja, lauf doch mal schneller los, ey. Da habe ich ein bisschen den Start verschlafen. Aber bin ich nicht so gewohnt mit Mixed Relay. Ja, Sven Fischer beim ersten Schießen ohne Nachlader, beim zweiten mit 2 Nachladern. Das hat ordentlich Zeit gekostet. Und mein schlechter Start hier auch. Ole Einar Bjørndalen war für Norwegen unterwegs. Der hat beim ersten Schießen ganz schön verkackt. Deswegen haben die Führung an Frankreich wieder verloren. Aber ich würde sagen, es ist immer noch alles drin. Weil das natürlich schwierig wird. Wir müssen fehlerfrei schießen und auf Nachlader der anderen hoffen. So, ein bisschen was haben wir schon mal wieder aufgeholt. Aber ich investiere natürlich jetzt auch mehr. Domratschewa hinter uns kommt auch näher ran an die Führende. So, Schießen Nummer 5 ist es dann jetzt insgesamt. Oh fuck. Oh fuck. Ja gut, das war jetzt zu hastig. Alter, lad doch mal nach. Bruder. Auch noch eine Strafrunde. Junge, in der Staffel. Wir hatten das schon mal. Das war aber, glaube ich, nicht in der Mixstaffel. Absolut versagt. Naja. Sehen wir als Positives, zählt nicht für unser Einzelergebnis. Das war ja katastrophal. Wir haben jetzt auf Platz 7 wieder Rabos. Aber Magdalena Forsberg heute auch nicht viel besser. Im schwedischen Team. Frankreich führt weiterhin vor Norwegen und Belarus, glaube ich. Müsste auf 3 gewesen sein. Über eine halbe Minute Abstand. Ja, mal gucken. Vielleicht kann ja Sven Fischer noch zaubern gleich. Für den Sieg wird es wohl definitiv nicht mehr reichen. Aber wir klotzen hier nochmal richtig rein. Schießfehler in der Staffel ist halt ganz schön peinlich mit Nachlader, ne? Also. Wie viele Nationen sind hier eigentlich overall dabei? Wir sind auf der 7 hinter uns. 8, 9, 10, 11, 12, glaube ich. Tja, wie schlecht, ey. Die sind schon mit dem Schießen fertig, da komme ich erst hier hin, ey. Oh, Frankreich hat die Führung verloren. Ja, das war doch deutlich besser jetzt. So, Schweden haben wir schon mal überholt. Und die da vorne, ja, Platz 4 ist doch wohl noch drin.
Also wird zwar schwer, aber machbar. 31 Sekunden Abstand. Aber wir können hier noch den Supersprint reinhauen. Für diesen langen Anstieg. Jawohl. Wir fliegen da quasi hinterher. Noch eine Nation überholen vorm Wechsel, das wäre natürlich moralisch auch nochmal geil. Wenn wir das schaffen könnten. Ich glaube, die fünfte kriegen wir hier. Die kriegen wir. Ich weiß gerade nicht mehr, wer das ist. Ukalova. Jo, wir sind dran. Gut, vielleicht kann die am Ende noch mal sprinten. Wir haben jetzt nicht mehr wirklich viel Power, aber kein Supersprint mehr. Insgesamt wird der Abstand nach vorne auch größer, aber ja, höchstens Platz 4 ist noch drin. Wir können immerhin auf der Nummer 5 übergeben. Mit 35,6 Sekunden Abstand. Knapp 7 Sekunden auf Rang 4. Komm, Sven, gib Gas. So, beim ersten Schießen. Fischer. 3 Treffer, 4 Treffer, 5 Treffer. Jawohl. Weiter geht's. Und er hat jetzt tatsächlich auf der Strecke, jawohl, sich Platz 4 schon erobert von den Russen. Mal gucken, was hier noch geht. 17 Sekunden Abstand auf Platz 3. Da muss schon einer richtig oft daneben schießen. Foucault jetzt mit einem Nachleiter. Smolski. Ah, fehlerfrei. Komm, bring Platz 4 nach Hause. Und mehr kann man da nicht erwarten. Fischer bleibt fehlerfrei. Jo, Kati Wilhelm von mir gesteuert hier hat es voll verkackt, ey. Platz 2 wäre ja wohl easy drin gewesen. Wir blicken aufs Endergebnis. Norwegen gewinnt vor Frankreich und Belarus. Deutschland auf der 4. Ja, wir haben insgesamt 5 Nachlader und eine Strafrunde, also deutlich zu viel. Und weil es so schön war, zum Beginn der WM nochmal eine Staffel. Mixed Relay. Ja. So weit, so gut. Alter, das ist ein steiler Anstieg, ey. Holy shit. Ich weiß noch nicht, wer sonst noch Teil des deutschen Lineups ist. Aber wir haben hier keine Single, sondern eine normale Mixed Relay. Somit zwei Damen, zwei Herren. Wir beginnen das Ganze hier. Ja, heute hoffentlich. Mein Ziel ist es, auf Platz 1 zu übergeben. Mehr können wir nicht machen. Und dann hoffen, dass es dabei bleibt. Schöne Strecke, muss ich sagen, hier im schneebedeckten Kanada. Gefällt mir. Geil. Hat echt was. Haben wir feine, aber feine Abstände können wir hier schon herauslaufen. Oh, lange Abfahrt hier wieder. Canmore Arena. Ach, hier ist nachher das Ziel. Auch interessant. Ein bisschen anderer Einlauf hier. Unter der Brücke durch. Und jetzt kommen wir zum ersten Schießen. Oh, Puls ziemlich hoch. Bis zum Ende hier voll durchgezogen und wir gehen ins erste Schießen rein. Sehr unruhig. Einige Schießfehler hier neben uns. Jawohl, wir kommen clean durch. Schweden auch. Das heißt, wir gehen jetzt so ziemlich zeitgleich mit der Schwedin hier raus. Aus dem Schießstand. Der Abstand. Und dahinter dann Italien schon mit über 5 Sekunden.
Wo ist Norwegen? Wo ist Frankreich? Die haben schon ganz schön federn lassen. Schon mal gut für uns. Vorsprung ein bisschen vergrößert auf Eckholm. 8,2 schon auf Russland Vorsprung. Jawohl. Aber auch das Gefühl hier, ja, der Ski heute sehr gut präpariert. Das läuft richtig nice. Richtig fix sind wir unterwegs. Und kommen schon gleich zum zweiten Schießen. Bloß nicht verkacken. So. Den schießen. Oh, der letzte war ein bisschen knapp. Ah, Schweden kann man nicht abschütteln. Die bleiben weiter fehlerfrei. Dahinter. Guck mal so ein bisschen nebenbei. Eckhoff. Ah, Eckhoff für Norwegen holt auf. Die hat schnell geschossen. Kam mir zumindest so vor. Italien auch noch erstaunlich gut dabei. Ich nutze hier nochmal, soweit ich das habe, für diese Steigung den Supersprint. Ich glaube, hier bietet sich das echt an bei diesem steilen Stück. Eckhoff auf der 3, war schon über 11 Sekunden. Ja, diese Medaille ist ja wohl absolut keine Frage. Aber wir wollen Gold. Ich gehe mal stark davon aus, dass Sven Fischer dabei sein wird. Der hat zumindest zuletzt starke Leistung gezeigt. Gucken wir mal gleich, wem wir da übergeben. Ich denke, Magdalena Neuner, wo Laura Dahlmeier, war die nicht sogar im Weltcup mal besser platziert? Ich weiß es gerade gar nicht. Ah, die Abstände sind schon ziemlich groß, wenn man mal auf die Minimap da guckt. Holy shit, ey. Boah, Eckhoff ist aber schnell, ey. Okay. Ist die fix unterwegs? So, da stehen die Damen. Und los geht's. Es ist tatsächlich Laura Dahlmeier, die hier für uns läuft. Fehlerfrei beim ersten Schießen. Alter, aber Schweden mit Forsberg fix unterwegs. Auch Tora Berger. Ja, die abzuschütteln. Schweden und Norwegen wird schwer. Der Abstand ist gar nicht so groß. Laura Dahlmeier übergibt hier nach souveräner Führung weiter das Feld an Sven Fischer. Wir haben einen Abstand von 11,7 Sekunden. Die ist wieder ohne Nachlader geblieben, auch beim zweiten Schießen. Und Norwegen und Schweden haben jeweils einmal nachladen müssen. Also perfekte Ausgangslage jetzt für die Männer. Auch Sven Fischer ist bislang fehlerfrei unterwegs. Ihr habt es da gerade vielleicht gesehen. Da stehen noch welche am Schießstand. Da ist er schon eine Runde weiter. Also Deutschland wischt hier den Boden auf mit der Konkurrenz. Das zweite Team ist noch nicht mal durch die Zeitmessung. 21,8 Sekunden. Holy shit. Und da ist der Zieleinlauf von Andy Birnbacher. Er hat sich am Ende nochmal ein Schönheitsfehler erlaubt, aber ihr seht es hier, 15 Sekunden, 15,1 ganz am Ende. Und dann kommt erstmal ewig lange nichts mehr. Da sehen wir nochmal das Endresultat. Deutschland also mit zwei Nachladern vor Norwegen und Schweden. Ja, eigentlich wie zu erwarten, die Medaillenränge, aber schon sehr deutliche Abstände. Das heißt, das erste Gold ist schon mal eingefahren worden für uns. Und dann hoffe ich auch, das geht beim nächsten Mal so weiter. Im Einzel dann, also alleine wieder ohne Staffel im Sprintwettbewerb. Natürlich weiterhin Teil
der WM. Dies seht ihr dann aber beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Mr. Luke zockt NGL Biathlon. Bis dahin, macht's gut. Ciao.